Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Replay von Let's Play World of Tanks mit dem T55A, gespielt von Jekefar. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal. Ja, El Haluf ist die Karte. Hier ist schon Patch 0910 am Start. Aber da ist ja jetzt nichts Besonderes, nichts anderes, als man sonst bekannt und gewohnt ist. Von dem her gucken wir doch einfach mal, was hier so passiert. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, lass uns doch einfach mal überraschen, was er hier so treibt mit seinem Tier-9 Belohnungspanzer, den es ja gibt für das Erfüllen der Aufträge. Ich selber bin da nicht so am Start, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin da etwas, ja, ein bisschen faul. Ich lasse sie so nebenbei laufen. Manche Spieler sind ja da deutlich aktiver und spielen da gezielt auf die Missionen. So, er nimmt klassischerweise hier den Mittelgang. Hätte da jetzt fast den T49 wegmachen können, aber dann leider am Ende doch nicht von Erfolg gekrönt. Denn der LTTB, auf den kommt er nicht. Deswegen weiter hoch. Wie gesagt, dieser Spot mittlerweile ist mittlerer Panzer typisch, muss man ja schon sagen. Also sieht man ja auch da oben ganz gut. Gut, der AMX-50B ist vielleicht nicht der klassische Heavy, aber auch nicht der klassische Medium-Panzer dafür, aber der AMX-30. So, der FV. Mal schnell mit Auto-M, aber prallt hier ab. Und jetzt wiederum spannender, er fährt jetzt hier auf die Position, wo doch eher den schweren Panzern zugeschustert wird. Auch hier Auto-Aim spielt da sehr viel damit. Jetzt zoomt er rein, macht hier den T-57 Heavy-Hit. Da muss er natürlich aufpassen, weil T-57 ist natürlich ja schon eine Hausnummer. So, der IS fährt ihn gleich zweimal an. Da würde ich jetzt auch eher wegfahren. Er schreibt, IS, please go away. Verstehe ich vollkommen, so wie er hier spielt und sich dann da gibt. Macht er ihm der IS das nicht viel leichter? Ganz im Gegenteil. Oh Gott, noch ein E100. E100 prallt an ihm ab. Aber er winkelt auch an. Oh, da schießt er ihm durch den Helm. Muss man ja glatt gucken. Jetzt hat er aber auch schon Hit bekommen. Vom T57 einen praktisch den Treffer. Was hat er denn? Durchschlag mit Premium, ja, 320er, dann kann man auch mal gut in den Turm schießen. Aber es sind natürlich auch Trümmer, die er hier gegen sich hat. Der VK geht noch, aber T95 und alles, das muss man erstmal abkönnen. T57 hat da gerade eine schöne Schelle bekommen. Aber mit dem Durchschlag kommt man halt auch beim E100 oben durch den Turm. Und bevor es jetzt wieder Gold, Noob und sonstiges heißt, die Munition gibt's. Er spielt sie und er hat die Credits, also chillaxt mal ein bisschen. Das Thema mit Premium-Munition wird langsam höher gekocht, als es unbedingt notwendig ist. Ja, T95 hier auf die Kommandantenkuppel. Und außerdem hat er eh gleich keine Schüsse mehr für Premium. Der ging im Boden. Aber schon knapp 2900 Schaden gemacht. ...2:4 stets für den Gegner. Und jetzt haut er dem T95 auch nach unten durch. Der wackelt hier kräftig. Aber mit 320 Durchschlag ist das kein Problem. Nur jetzt hat er nur noch normal. Jetzt wird es spannender. 3.500 Schaden schon gemacht. 2:5 steht's. So.
Der RV. Der kommt direkt durch. Da der T54, aber da prallt er auch ab. Was hat er denn mit normal? Das ist natürlich auch immer eine spannende Frage. 201 ist okay, aber bei weitem nicht mehr natürlich so stark wie die 320, die er jetzt gerade eben gewohnt war. ...2:6 ist kein schöner Zwischenstand gerade. Aber der AMX 50B macht den Anschluss, beziehungsweise Objekt und T95 machen einfach nochmal schnell zwei weg. Ja, auch so kann es sein. So, was haben wir da unten? Den Rheinmetall, da kommt er doch durch. Könnte vielleicht sogar eine seiner HE-Schellen nehmen, aber... jetzt nicht mehr, jetzt ist er schon fast rum ums Eck. 4:9, ja, krass, krass. So, jetzt ist aber oben auch noch ein Objekt. Also, es läuft gerade alles andere als für ihn, das Spiel, das muss man mal sagen. So, jetzt den VK. Nein! Prallt ab. Oh, T71. Naja gut, der T71 hat sich sozusagen eine Schelle eingefangen, die eigentlich für ihn war. Der Rheinmetall macht den jetzt weg. 6:11. Komm schon. Ah, wie schade. Da hat er eigentlich gut gezielt auf die Kommandantenkuppel. Der Schuss kam auch an. Aber der Leopard unterfährt ihn oder hinterfährt ihn jetzt und macht ihn weg. Da steht es in Anführungszeichen nur noch 8:11. Naja, ich sage ja nichts. So. Und da macht er ihn weg. Auto-Aim-Mod sei Dank. Wie gesagt, für alle, die die Mod noch nicht kennen, es gibt natürlich die Klasse, das klassische Auto-Aim ist ja logisch. Die Auto-Aim-Mod macht aber folgendes, dass ihr den Gegner nicht anvisiert haben müsst, also nicht umrandet haben müsst und dass er sich trotzdem, so wie man hier gesehen hat, Auto-Aim aktivieren lassen kann. Es ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Ich war der Mod sehr, sehr skeptisch anfangs irgendwie gegenübergestanden. Mittlerweile geht's, muss ich sagen, weil, ja, eigentlich ist die Funktion von dem her nur sehr sinnig. Und verstehe ich eh nicht. Jetzt teilt er aber aus. Ach nein, ich teile ab. Ich verstehe eh nicht, warum es von Haus aus nicht so geht, wie es jetzt durch diese Modifikation geht. Jetzt macht er den vierten Kill. 12:13 lediglich. Also jetzt hat er gerade mal richtig aufgeräumt. Und jetzt schaut es auch gar nicht mehr so tragisch aus. Jetzt hat er den AMX noch an seiner Seite. Wobei der ist selber ja sehr reduziert von seiner HP. Und er schreibt, 7 Granaten sind noch im Panzer vorhanden. 3 HE hat er zwar noch, aber naja, wirklich zählen lassen kann man die jetzt nicht. Da sieht man mal, die hätte er dann vielleicht doch eher für den Rheinmetall nutzen sollen. So, jetzt kommt jetzt der IS. Der kommt auch durch. Der AMX hält auch drauf. Jetzt kettet er ihn. So, das macht er jetzt sehr schön. Der AMX unterstützt ihn da sehr gut. Das haben sie jetzt gut zu zweit ausgespielt. AMX sagt ihm schon an, dass er warten soll, bis er nachgeladen hat. Ist noch bei aktuell wahrscheinlich 12, 13 Sekunden. Und da ist jetzt auch noch das Objekt. Muss er aufpassen, für den ist er One-Shot. Die Frage, was macht das Objekt? Das schaut nach links. Und sehr gut, AMX macht den auch noch weg. Jetzt ist wirklich nur noch der RV am Start. Sehr, sehr nice. Spielen sie jetzt zu zweit sehr schön runter. Er hat noch 3 Schüsse im Magazin, der andere hat noch 3 Granaten im Panzer. Sehr ähnliche Konstellation. Und da ist der FV. Natürlich ein absolutes Monster.
Aber er hat halt auch nur dann einen Schuss und sobald der raus ist, dann können sie sich den eigentlich ganz locker holen. Nein, AMX verschießt den ersten. Und jetzt kann er ihn hinterfahren. Der RV geht nur auf den AMX. Dementsprechend hat er jetzt alle Zeit der Welt. Hat noch eine Granate im Magazin und macht er den weg damit. Sehr schön. Das war sehr, sehr wichtig, weil sonst hätte er hier Riesenprobleme gehabt, hätte er jetzt mit HE weiterschießen müssen. Saugeile Runde. 7220 Schaden. Leider nur 5 Kills. Der sechste wäre auch noch auf jeden Fall verdient gewesen. Nichtsdestotrotz hat mir der sehr gut gefallen, der T55A, sehr gut gespielt. Vielen Dank für das Einschicken dieses Replays und ihr wisst, in der Videobeschreibung seht ihr den Weg zum Glück. Da findet ihr den Link, wohin ihr eure Replays schicken könnt. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, ein Daumen ist immer gern gesehen oder auch ein Kommentar. Bis bald, euer Alcaramba.